In Liebe, Colleen. Ein Wattpad-Roman von Love Earth. Kapitel 2. Deine Hände, Charlie, sie zittern. Verwirrt blickte Charlie nach unten und stellte fest, dass Dr. Montgomery recht hatte. Seine Hände bewegten sich unkontrolliert und hörten auch nicht auf, selbst nicht als er es wollte. Fast so, als glaube er es nicht, hob er sie an und betrachtete seine Handflächen. Dann formte er sie zu Fäusten und legte sie wieder zurück in seinen Stuhl. Das ist nichts, sagte er. Doch auch seine Stimme hatte nichts mehr von dem sonst so festen Ton. Du sagtest gerade ihren Namen. Bist du deshalb so durcheinander? Oder war es der Gedanke daran, was mit ihr passiert ist? Willst du es mir nicht erzählen? So viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Charlie wusste nicht, damit umzugehen. Wieso musste ein Mensch bloß so viele Fragen stellen? Er zog eine Augenbraue hoch und öffnete leicht den Mund. Mit genau diesem Blick, der bedeutete, dass er nicht verstand, sah er Dr. Montgomery an. Willst du mir nicht sagen, wo Colleen ist, Charlie? Vielleicht kann ich ihr helfen. Helfen. Ja, das wollte Charlie. Er wollte, dass man Colleen half. Aber was hatte er damit zu tun? Wie konnte er machen, dass man ihr half? Ich weiß nicht, wo sie ist, gestand er und fühlte sich plötzlich ganz nackt, ganz leer. Und das war das furchtbarste Gefühl, welches Charlie fühlen musste. Es war unfair, dass er das spüren musste, und das machte ihn wütend. Aber Wut war besser. Besser als dieses nackte Gefühl. Er atmete tief durch, ein und aus. Die Ärzte sagten, du hättest keine Amnesie. Ich will jetzt gehen, murmelte er und atmete noch einmal tief ein, bevor er seine Fäuste löste und sich an der Stuhllehne abdrücken wollte. Ich denke, es wäre gut, würdest du bleiben. Langsam und bedacht ließ Charlie sich wieder in den gepolsterten Stuhl, der trotzdem so unbequem war, sinken. Wieso? Dr. Montgomery schmierte wieder etwas auf sein Papier. Charlie erhaschte einen Blick auf das Blatt und erkannte, wie unsauber diese Schrift war. Weil wir Colleen nur mit deiner Hilfe finden können. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das kleine Projekt gefallen hat, dann bewertet doch das Video und sagt mir, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.